Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Pecky zu einer weiteren Folge von Motorsport Manager. Unserem letzten Desaster hier mit sehr schlechten Ergebnissen wartet trotzdem auf uns ein Interview, und zwar von der ESPN. Ich nehme natürlich sehr gerne an. Was ist denn die Frage? Das Rennen war heute... war echt eine Fahrertäuschung. Für Sie, was ist schiefgelaufen? Unsere Fahrer haben ein paar schwere Fehler gemacht. Das geht auf meine Kappe. Meine Strategie war falsch und wir sind nicht viele aufgefahren. Die anderen Teams waren einfach besser. Ich würde sagen, hier machen wir ganz bestimmt Fehler bei den Fahrern. Das geht auf meine Kappe. Das kommt vielleicht nicht so gut beim Präsidenten an. Oder beim Vorsitzenden. Ich gehe mal auf 4. Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht. Und sind halt einfach besser. Ja, sehr gut. Es gibt nichts Positives oder Negatives. Ist so. Okay. Geht weiter. Boxmannschaft. Haben wir da noch etwas Spezielles? Wir haben hier noch Kollegen, die man einstellen können. Wow. Der ist auch nicht so übel. Ah, oh, der macht aber 0,5 Fehler. Der wäre da gar nicht schlecht. Also der kippen wir da schon mal raus. Den kippen wir auch raus. Und den auch. Ich will keine Fehler, Kollegen, hier. Ich will aber vielleicht den hier reifen. Wie sieht es denn hier bei uns mit? Ja, da gibt es noch Potenzial. Oh, Wagenheber vorne. Eine 3. Nee, das kannst du jetzt aber nicht bringen. Da habe ich einen auf der Seite für dich. Ah, wärst du ein Kandidat hier? Gehen wir nach oben. Wir hätten hier auch noch solche zum Tauschen. Ich gehe mal zu dir und auch... Dann hätte man da mal gute. Der ist auch nicht so gut. Aber da hätte man einen 8er drin. Nehmen dich da mal noch. Wir müssen da ein bisschen besser werden bei den wichtigen Positionen. Ein 4er beim Reifenwechsel. Wen haben wir denn da gehabt beim Scouting? Ein 9er. Wir stellen dich doch ein. Fehlerquelle gleich 0. Ist auch nicht so schlecht. Dann können wir dich einstellen. Ich denke mal, dass wir dann einen... auch entfernen werden. Nicht der Hammer, ehrlich gesagt. Da könnte man sich gut den hier überlegen. Ich würde sagen, den tauschen wir mit dem da aus. Und den werden wir auch schmeißen. Dafür werden wir dich hier einsetzen, da. Gar nicht so übel. Wir können auch noch den hier oben einsetzen. Haben wir eigentlich den schlechtesten mit 7. Reparatur wäre auch nicht so übel. Der nicht so doll. Sind alle bei Reparatur relativ stark. Ja, das hoffen wir, haben wir einfach nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Das wird alles noch repariert hier. Genau, unsere Arbeit oder ist schon fertig. Was haben wir denn auch noch zu verbessern hier? Aha, Teile da. Dann wäre die Bremsen erledigt. Dann haben wir eigentlich nur noch Front- und Heckflügel. Okay. Das passt soweit. In 16 Tagen gehen wir nach Portugal. Und wie sieht es denn so hier aus? Hier haben wir noch 3 Wochen und 5. Dann sind wir... Okay. Arbeiten abgeschlossen hier. Dann müssen wir da eine Pause machen. Untätig. Das geht natürlich gar nicht. Wir gehen nach vorne. Frontflügel. 7 Tage nach dem Rennen. Ist nicht so schlimm. Auch einige Leute. Da haben wir der hier. Müssen wir uns auch darum kümmern dann später. Ah, da können wir mal weitermachen. Es gab in der Formel 2 ein Rennen in Tondela. Später. Ich klicke einfach weiter, weil das sind natürlich Informationen, die bremsen uns ein bisschen aus jetzt. Wir möchten ja nämlich bei unserem GP ganz klar dabei sein. Und das hier müssen wir auch verbessern. Da müssen wir wieder auf sicher kommen, dass wir da ja nicht hinten her dümpeln oder uns eben hier ja selbst in die Enge treiben und uns ja vor die Abschussliste stellen. Möchten wir natürlich nicht. So. Wir haben noch 3 Tage Zeit. Wie sieht dann der Wagen aus? Wie hoch ist er? Bei 88%. Okay. Die schlechtesten Sachen sind der Heckflügel. Nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir gehen weiter und wir gehen zum Rennen. Oh, wir haben vorhin noch eine Nachricht erhalten. Was für eine Nachricht?
auf neuen Höhen. Oh, Fate Anthony hat den Pilotenschein. Das gibt mehr Marktfähigkeit, aber schlechtere Kunden. Okay. Ja. Wir sehen, was für Auswirkungen das hat. Und ich denke, wir gehen ins freie Training. Wir machen mal 5 und besser. Das ist ganz klar, weil ich habe da ein bisschen etwas sehr Schlechtes gemacht. Ich habe da nämlich einen 2er hier genommen, den Vertrag mit Stocker. Der gibt mir 650. Also den werde ich logischerweise nie nehmen. Ich bekomme ja 800 für 5. Platz oder besser. Und auch dieser Platz ist eigentlich... Ja, da habe ich wirklich einen Fehler gemacht hier. Darum, ich kann nur einen auswählen und von dem her nehme ich den da wieder. 5. Platz, denke ich, müsste eigentlich möglich sein, weil alle ja gleich sind. Es sind ja alle Teile genormt, also beziehungsweise niemand darf irgendetwas verbessern teilen. Das sind alles Einheitsteile. Und wir gehen nach Portugal. Die Notizen habe ich auch schon bereits von anderen Gameplays beziehungsweise von anderen Safe Games habe ich die schon mal ja gespeichert oder mir herausgeschrieben. Ich habe mal ein paar Strecken, die ich herausnotiert habe, natürlich noch lange nicht alle. Aber Tondela liegt bei mir auf dem Tisch. Demher kann ich da die Einstellungen übernehmen. Und zwar nehmen wir auch mal wieder José Domingo und André Gomez für unser Feedback. Und wir nehmen zuerst als Fahrer 1 Gomez und dann Domingo. Von der Hierarchie her. Jetzt gehen wir mal in die Einstellungen rein. Wir haben da für Tondela habe ich da Folgendes drin. Und zwar relativ extrem von den Flügeln. Also der Abrieb ist relativ hoch. Da gehen wir mal auf 18, ist meine Einstellung. Und hier haben wir 28, also sehr extrem hier. Aber wir sind hier jetzt im grünen Bereich drin. Dann haben wir den Reifendruck, ist bei 20,4 und bei minus 2 ist der Winkel bzw. der Radwinkel, ja, 2 Grad. Die Getriebe habe ich auf 44 gesetzt und hier ebenfalls auf 44. Das gibt hier ein Übersteuern, aber das ist halt fahrerabhängig, ganz klar. Also alles ist ein bisschen fahrerabhängig. Wir gucken mal, was die Fahrer für uns, welches Feedback geben. Wir haben einmal Mittel, werden wir auch behalten. Und beim anderen Kollegen hier werden wir weich nehmen. Einfach auch zum Reifen hier zu testen. Oder auch natürlich nach vorne zu bringen. 44 und 44. Wir gucken, was auch du hier bringst für ein Feedback. Und ich würde sagen, wir gehen ab auf die Piste. Jawohl, ab zum Training. Ich will wissen, was ihr da so hinblättert. Ja, wir gehen da in den Qualifying Trim hier. Machen mal eine Runde, gucken dann mal weiter. Genau, und auf Mittel. Und du gehst auf den Renntrim. Und zwar 4 Runden. Jawohl. Nein, ich gehe auf den Qualifying und dann auf den Renntrim. Reifen ist genau gleich. Ah, der kann schon raus. Der andere muss hier noch umbauen. Naja, wie auch immer. Okay, du gehst raus. 20 und 19. Also letzter und vorletzter. So, und wir lassen gleich mal alles so sein mit den Einstellungen. Wir haben ja letztes Mal eigentlich im freien Training auch nicht allzu viel schlecht gemacht. Also ich bin da wirklich überrascht gewesen, dass wir dann doch noch schlecht abgeschnitten haben. Aber jetzt gucken wir mal, wie es uns heute ergeht. Die Übersetzungen passen genau. Oh, sehr gut. Das ist schon mal ein sehr gutes Feedback. Und jetzt würde ich da mal sagen, wir gehen da ran. Angriff. Überholen. Ja, ja, mach da mal. Und hier ebenfalls. Gehen wir Vollgas rein. Und gucken, was da passiert. Wir müssen auch schauen. Der hier ist natürlich dann schon... Scheint mir perfekt abgestimmt zu sein. Aha. Schon mal okay. Aber er fährt ein bisschen komisch hier. Es geht nach oben mit der Reifentemperatur. Müssen wir aufpassen. Ein Stint ist okay. Danach gehen sie dann wieder zurück in die Box. Jetzt behält er auch
Die beste Zeit. Auch der Kollege hinter ihm kommt nicht wirklich nach. Das heißt schon mal, wir haben gute Einstellungen fürs Erste. Richtig gute Arbeit gemacht. Also es gefällt ihm ebenfalls. Und jetzt schrauben wir das Ganze wieder zurück. Also Top-Leistung, würde ich da mal sagen. Er kommt auch zurück. Ist ganz knapp hinten. Ja, aber wirklich ganz knapp. Ah, sehr schön. Gefällt mir. Und wir haben schon mal ein bisschen einen Vorsprung. Das sieht auch sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Wir haben 16. Vorsprung. Jetzt ist einer dazwischen gekommen. Der hat uns jetzt ein bisschen abgenommen hier. Nein, immer noch 6. Na, das passt doch. Gefällt mir. Ich würde sagen, wir machen da ein bisschen schneller und gehen dann wieder in die Boxe rein, weil wir haben eh kein Benzin mehr. Jawohl, Domingo hat jetzt kein... Oh, da gibt es einer, der hat eine beste Runde. Uiuiui, okay. Der wird auch die Pole übernehmen wahrscheinlich. So, jawohl, er hat die Pole übernommen. Gucken wir, ob wir besser sind, ob wir das noch verbessern können. 93%, das ist nicht so gut. Da können wir besser. Beim Abrieb, was habe ich denn da sonst noch aufgeschrieben, was möglich wäre? 17, wir hätten noch 17 im Gepäck hier. Könnten das noch anschauen. Vielleicht klappt das noch. Und dann dich da wieder lossenden. Ich würde auch sagen, wir bleiben auf diesem. Nein, wir gehen auf den Renntrim. Dann haben wir auch im Rennen noch einen Vorteil. Da muss man ein bisschen länger umbauen. 4 Runden aber. Lassen wir das Ganze. Reifenwahl ebenfalls. Gehst du wieder los? Weil es wird sicher besser werden. Das auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal noch bei Gomez. Da sieht es eigentlich auch nicht so schlecht aus. 93%. Da ist überall alles. Nein, nicht alles hervorragend. Jetzt ist es da natürlich interessant zu wissen, oder habe ich einen Fehler noch gemacht? Ob es da möglich ist, ein bisschen zu verbessern, indem man hier etwas ändert. Ich weiß aber nicht, auf welche Richtung. Könnte natürlich gut sein, dass man hier die Übersetzung nochmals ändern muss, oder. Geh mal in diese Richtung. Wir bleiben auch auf dem Qualifying-Trim. Dann könnten wir nochmals ganz kurz wechseln. Weil der war eigentlich gar nicht so schlecht dran. Ja, die anderen kommen jetzt aber auch. Also da ist schon. Liegt noch mehr drin. Bessere Einstellungen und dann hätten wir es vielleicht. Ja, beide gehen etwa gleichzeitig raus. Jawohl, jetzt haben sie auch noch. Konfiguration, Stufe freigeschaltet. Sehr gut. Oder ist nochmals jemand schneller? Und es ist wieder der gleiche. Oh, jetzt verlieren wir aber ein bisschen. Wir gucken mal, wie es hier vonstatten geht. Wir werden Domingo jetzt ganz bestimmt auf eine schnelle Runde senden. Na klar. Und der hier natürlich ebenfalls. Wenn wir, oder geben wir auf eine schnelle Runde. Schauen wir mal, was da passiert. So ist die Aerodynamik ziemlich sicher mal besser. Das ist sehr schön. Er kämpft da irgendwie aber ein bisschen. Ich gebe da mal ein bisschen Tempo drauf. Da ist ebenfalls die Stufe freigeschaltet. Vielleicht kann man hier auch dann das Überholen noch einbinden. Hier auch. Ja, wenn natürlich Leute in die Quere kommen, ist natürlich klar. Ja, persönliche Bestzeit. Oh, schnellste Runde. Okay. Gut, schnellste Runde, auch nicht übel. Wie geht's denn dir so? Du bist natürlich nicht auf einer schnellen Runde. Oh, gar nicht. Noch zu schwer, das kann natürlich auch sein. Du gehst nachher wieder in die Box rein. Okay. Domingo könnte vielleicht noch ein bisschen besser düsen. Wer weiß, Weichen. Weichen. Die Reifen sind jetzt nun auch weich. Nein, die sind natürlich, die weichen Reifen sind jetzt auch besser, so wollte ich es natürlich sagen. So, jetzt gehen wir da auch auf Angriff. Er wird hier zurückkommen. Jawohl, er kommt hier zurück. Platz Nummer 1. Raussenden macht leider nicht mehr viel, also von dem her lassen wir es.
Und bei ihm geben wir da nochmals Stoff hier. Mal schauen, was er hing. Ah, jetzt ist er wieder zurückgefallen. Vielleicht doch noch eine schnelle Runde zum Abschluss. Nein. Keine schnelle Runde mehr. 1,41, 3,49 bleibt bestehen. Ausgezeichnet, hervorragend, hervorragend. Wie sieht's bei dir aus? Gar nichts, du kriegst hier keine Informationen. Naja, 1 und 4 ist auch nicht schlecht. Würde ich sagen, völlig okay. Früher gegenüber letztes Mal. Dann gehen wir nun ins Qualifying. Da müssen wir jetzt unter die ersten 5 kommen. Qualifying, wir haben den Renntrim, das Qualifying-Trim freigeschaltet. Reifen nehmen wir die Weichen. Das ist klar. Sicher mal um die Pole fahren können. Jetzt kommt es darauf an, wie das Wetter ist. Sieht, glaube ich, nicht schlecht aus. Bodenhaftung wird auch kommen. Und das sieht schon viel besser aus. Also ich bin da, ja, vorhin Mut, jawohl, 96%, also alles, was sowieso über 90 ist, ist völlig okay. Was bei 95 ist, ist noch viel besser. Also das würde ich da mal sagen, das lassen wir. Du gehst jetzt dieses Mal mit den weichen Reifen ins Gericht und du bleibst auch bei den weichen. Ja, also bei den, wie heißen die? Doch, weichen, das sind die mittleren. Genau, da bleibst du auch. Du kannst sogar nochmals mit denen rausgehen. Hier den Qualifying. Ja, wir gehen hier in die Session rein. Ich würde auch sagen, gleich losdüsen. Und natürlich ebenfalls ja, nacheinander losgehen. So, wieder die Kamera richtig positionieren. Ab geht die Post. Ich werde da langsam mal ein bisschen die Wärme reinlassen. Beziehungsweise die Autoreifen. Oh, diese sollten natürlich schon grün werden. Das sollte natürlich schon sein. Die Bremsen vielleicht nicht gerade überlasten oder schon von Anfang an hoch. Die sind schon bei Mittel. Aber es sollte ja entscheidend sein, wie die Reifentemperatur ist. Von dem her, die sollten sich jetzt langsam aber sicher aufwärmen. Passt soweit. Bevor dann der... Jetzt habe ich... Ja, der ist perfekt. Der ist kalt. Das ist nicht gerade so gut. Und das ist überhitzt. Also für eine schnelle Runde war ich jetzt da ein bisschen daneben. Wir gucken mal. Der ist immerhin einer perfekt. Es könnte natürlich sein, dass Gomez hier schon eine bessere Zeit... Ja, setzen wird. Nein, es hat hier jemand anders. Nein. Oh, jetzt regnet es auch noch. Ai. Das darf nicht wahr sein. Aber wir haben... Ganz knapp die, also ganz knapp, ich würde mal sagen, untereinander ganz knapp eine gute Runde erzielt. Jetzt wird es aber relativ kritisch hier. Wir haben eine Zwischensequenz Regen, es wird dann wieder besser hier hinten. Die Bodenhaftung ist noch da. Ah, hier hinten kommt die Bodenhaftung wieder, so würde ich da mal sagen. Der Regen hört dann hier hinten wieder auf. Und wo sind... Oh, jetzt haben wir aber... Ich würde sagen, der Regen hat uns da jetzt Freude beschert. Oh je. Der Regen hat uns gerade geholfen. Jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen. Jetzt könnte es sein, dass dann die Leute noch gute Resultate erzielen können. Ich würde sagen, dass wir nochmals rausgehen. Den gleichen Reifen, die fahren wir jetzt gleich runter. Und auch du siehst ja relativ gut aus. Mit den Reifen gehen wir da nochmals raus. Wir können danach nochmals frische Reifen setzen, aber vielleicht reicht es nochmals für eine gute Runde. So, ich gehe da mal runter. Ich gehe da mal hoch, so muss ich es sagen. Ich bleibe unten und ich werde die Reifen dann etwa so hier einmal auf gelb setzen. In der Hoffnung, dass ich dann noch etwas Gutes hinkriege. So. Die Reifen sich langsam, aber sicher aufwärmen können. Die Bremsen sind jetzt in Ordnung, die Reifen noch nicht.
Jetzt sind die überhitzt. Die sind gut. Die sind auch gut. Perfekt, gut. Und beides wieder überhitzt. Ja, die Bremsen, die habe ich irgendwie nicht so ganz im Griff. Aber es reicht noch für nochmals eine Runde. Bei beiden. Beide können nochmals in eine fliegende Runde starten. Beide haben eigentlich etwas Gutes, aber es sieht nochmals sehr gut aus für Gomez. Gomez hat nochmals eine schnelle Runde hingeknallt. Bis jetzt sieht es auch im Ziel danach aus. Anthony hat nochmals eine gute und auch Gomez. Ah, beide nochmals eine persönliche Bestzeit aufgestellt und unglaublich, Gomez holt sich dann am Ende klar mit 6 Zehntel die Pole Position. Ah, das nenne ich doch mal ein Erfolg. Erster und zweiter hier. Gut, ich glaube, wir hatten Glück auch wegen dem Wetter hier. Ja, 7 Sekunden Vorsprung. Also hier sollten Punkte drin liegen. Wir haben noch Zeit. Wir werden zumindest mal das Rennen starten und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Wir haben leider keinen Renntrim, also wir werden hier leider auf dem Bestmöglichen hier fahren. Suchen. Hier ändern wir gar nichts und hier auch nicht. Wir lassen alles so, wie es ist. Platz 1 und 2. Ja, wir gucken mal. So, jetzt muss ich die Kamera schnell einstellen. Jawohl, so. Dann würde ich sagen, schauen wir, was wir da hinkriegen. Also Gomez fährt schon mal davon. Der versucht konservativ zu... Was macht denn... Was hat jetzt Anthony gemacht? Was war das denn bitte? Anthony ist auf Platz 2 gestartet und hat irgendwie den Faden verloren. Hier hinten ist er. Was machst denn du da hinten? Was hast du denn wieder gemacht? Das würde ich mich jetzt noch wundern. Ich habe den Start irgendwie verpasst. Oder zumindest nicht gesehen, was Anthony gemacht hat. Das ist noch ein komischer Kauz hier. Naja, ist ja egal. Wir lassen es krachen mal. Schnelle Zeiten fahren hier bei Gomez. Die Teile, ja, es ist ja gar nichts passiert, also das ist auch noch interessant. Es ist nichts passiert und trotzdem hat sich da Gomez bzw. Anthony ein bisschen vertan. Also ich werde durchfahren, versuchen, nachher mit den mittleren Reifen. Also zuerst mal jetzt die Standardreifen, also die weichen Reifen runterfahren und dann relativ zügig dann wechseln auf die mittleren Reifen, dass ich dann eigentlich durchfahren kann. Anthony steckt ein bisschen fest, das ist irgendwie sehr schade, was da passiert ist. Da ist wieder ein Fehler passiert von ihm. Ja, das hat vielleicht eben auch damit zu tun, weil er hier eben mehr an Markt gewonnen hat, aber dafür ein wenig verloren hat. So, ich kann hier eigentlich auch auf Motormodi, nein, da kann ich auch Mittel. Wie fahren die dann? Fahren alle normal. Ich versuche hier unten zu bleiben, dass ich länger draußen bleiben kann, obwohl das ist nicht sehr gut. Für unsere Reifen. Die Reifen sind nämlich kalt. Das ist nicht sehr optimal. Bei ihnen hier ist es sehr gut. Wir lassen es einfach mal rattern hier. Wir können mit den weichen Reifen auch relativ lange fahren. Anthony steckt ein bisschen fest hier. Die meisten fahren eigentlich auch mit den weichen oder mit den Soft-Reifen. Oh, Anthony hat dann eine neue Bestzeit hingeknallt. Also sein Fahrstil kommt da langsam. Aber seine Reifenabnutzung geht hier oder wird langsam bemerkbar. Platz Nummer 11. Ich hoffe, dass er mit den anderen Reifen dann durchfahren kann. Er ist eher ein bisschen ein Spezialist. Ich werde mal zu ihm hier wechseln, weil er wird der nächste Kandidat sein, der zum Boxenstopp
kommen wird. Du wirst nochmals eine Runde fahren, eventuell nochmals eine Runde. Dann gehst du raus. So, noch eine Runde liegt bei dir drin. Er hat auch abgenutzte Reifen. Jawohl, das ist so. Und bei Anthony geht es jetzt in die Box dann. Also du kriegst hier für die nächsten, was sind es? Oh, das gibt 6 und 3. Das sollte reichen. Das sollte reichen bei dir, dass du hier durchfahren kannst. Besser müssen wir auch nichts. Also wenn du hier nichts Schlimmes machst, sollte es reichen. 4 Sekunden oder 5 Sekunden. Bleiben wir hier bei diesen 5 Sekunden. Gehen wir ein bisschen auf sicher. Ja, jetzt hat sich hier das Ganze bemerkbar gemacht. Das war dringend notwendig. Und jetzt ist er wieder auf dem 18. Platz. Hat er sich da wieder eingefunden. Ich bin gespannt auf den nächsten Boxenstopp hier. Und zwar, wenn wir dann mit unserem Kollegen Gomez da reingehen. Der könnte auch bald rein. Oh halt, ich würde ihn jetzt schon reinholen. 13%, das Risiko will ich nicht eingehen. Wir haben hier noch 20, 28, 29, etwa 30 Runden. Ach, hier steht's doch, muss ich ja gar nicht rechnen. 30 Runden. Nehmen wir einen ganz neuen Satz hier. Jawohl, dann kannst du sicherlich durchfahren. Das sieht alles gut aus. 5 Sekunden, das lassen wir auch mal. Bin ich gespannt, ob auch Vibes oder Vips oder wie der heißt, auch runtergeht. Macht er wieder schnell. Er fährt nochmals durch. Aber es wird immerhin der zweite Platz bleiben. Hagenheber hat hier etwas Schlechtes gemacht. Der andere kann relativ lange draußen bleiben. Bin gespannt, ob es reicht hier zum Vorbeifahren. Jawohl. Oh, ja, es reicht. Ganz knapp reicht es. Aber er hat nochmals die Softreifen draufgepackt. Oh, ob der durchfahren kann? Da bin ich jetzt aber mal gespannt hier. Er wird wahrscheinlich... Da gibt es sogar noch Gas. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Jetzt hoffe ich, dass wir... Ich glaube, wir müssen auch... Ja, die Folge könnte auch noch ganz knapp werden. Gerade ist jetzt, dass Anthony hier irgendwie den Start vermasselt hat. Das nervt mich jetzt noch ein bisschen. Aber vielleicht hat er nochmals die Möglichkeit, dann nach vorne zu kommen, wenn, wenn sich noch weitere Leute an die Boxe begeben. Weil es gibt noch Leute, die an die Boxen müssen. Nicht alle, aber es gibt noch welche. Ich denke, dass er eventuell noch etwas so Zwölfter werden kann. Ich denke, Scherer wird noch an die Box gehen müssen, sowie auch Beckmann und Wiskal, aber die sind natürlich viel zu weit vorne. Das reicht denen, um vor ihm zu bleiben. Scherer muss ganz bestimmt noch gehen. Die anderen und Beckmann auch, aber Beckmann könnte sein, dass der auch reicht auf Platz 6. Ja, das reicht dem schon, denke ich. Der geht jetzt auch an die Box und der ist auch schon wieder draußen. Ja, bei dem hat es auch gereicht. Also es ist nur noch Scherer, den er eigentlich überholen kann. Ich denke, Gomez wird das Rennen, wenn nicht etwas Schlimmes passiert, beenden auf einem Platz. Anthony hat sich jetzt, ja eben wie gesagt, Scherer hat jetzt da, ist zurückgefallen, gut, dann hat er eigentlich den 13. Platz. Außer er kommt noch ein bisschen nach vorne. Ich könnte da noch ein bisschen auf aggressiv gehen. Vielleicht noch ein bisschen was herauszuholen. Auch hier vielleicht noch etwas. Bei Gomez muss ich nicht viel machen. Das passt, aber eventuell kann ich noch bei Anthony was herausholen. Nicht allzu viel, merke ich jetzt gerade. Dann kann ich hier wieder runtergehen, jawohl, weil sonst reicht es mir dann doch nicht mit den Reifen. Das wäre dann noch doof, weil es wird doch relativ knapp dann.
Jetzt aber noch alles. Aber er kommt da nicht näher ran. Kommt da nicht wirklich näher ran hier. Ja, gut, 13. Okay, es geht in Ordnung. Ja, jetzt geht's eben los mit den abgenutzten Reifen. Eventuell kann ich hier konservativ jetzt nun fahren. Er hat auch relativ sehr hoch hier von der Temperatur. Das muss ich wieder runterholen, logischerweise. Oh je, jetzt hoffe ich, muss ich nicht noch zusätzlich an die Box gehen, weil ich jetzt nochmals was falsch gemacht habe. Aber wir sind eben auch schon über der Zeit hier. Macht nichts, wir lassen es kurz durchgehen, denn wir sind ja auch schon fast am Schluss und wir werden dann die Analyse dann auch gleich in der nächsten Folge machen. Ja, er muss da noch ein bisschen durchhalten. Es wird knapp hier mit den Reifen. Könnte sein, dass ich jetzt da noch Zeit einbuße. Oder beziehungsweise Plätze einbuße. Hoffe es nicht. Wir sehen auch, dass Vips nochmals an die Box fahren musste. Abgenutzte Reifen auch bei Gomez. Sind aber nur noch 3 Runden zu fahren. Es sollte mit den Reifen bei Anthony auch reichen. 12. Platz noch. Er hat nochmals einen gut gemacht. Ich hoffe, es reicht. Hier auf jeden Fall. Die Reifen sind kalt. Das bedeutet, wir könnten da auch wieder auf normal wechseln. Jetzt kommt Gomez. Er geht in die letzte Runde. Können wir nochmals Vollgas geben. Und dann ab ins Ziel. Ja, wir haben den ersten Sieg. Wunderbar haben wir das gemacht. Und Anthony kämpft sich da noch durch. Ist auf Platz 12, auf 20 gestartet, auf 12 eingefahren. Am Schluss noch eine persönliche Bestzeit von Gomez eingefahren. Sehr schön. Immerhin, Platz 1 haben wir erreicht. Das erste Rennen haben wir gewonnen, Platz 1. Und Platz 12. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach dem Speichervorgang direkt ins Finish. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal gibt es die Analyse hier. Ja, gibt es nichts mehr zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pecky. Bye, bye.